Ja, vielen Dank für den Applaus hier bei uns im Studio in der Schiffsmühle zu Höfgen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch Sie an den Bildschirmen zu unserer ersten Talkrunde Mulden Talk hier bei Muldental TV. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir zahlreiche Gäste hier bei uns zu Gast haben und natürlich auch unsere Talk-Gäste, die wir zu Gast haben. Und das, die möchte ich Ihnen jetzt natürlich auch sehr, sehr gern vorstellen. 1963 ist er in Grimma geboren, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Eigentlich ist er vom Beruf Diplom-Maschinenbauingenieur. Die Wendezeit versetzte ihn dann auch in die Politik. So war er bereits 1990 stellvertretender Bürgermeister der Stadt Grimma. In der CDU ist er bereits seit 1988 Mitglied. Von 2001 bis 2004 war er Generalsekretär der Sächsischen Union. Er war Mitglied des Sächsischen Landtages und Staatsminister und Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Seit 2009 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments und inzwischen Sprecher der ostdeutschen CDU-Abgeordneten im Europäischen Parlament. Sein Motto lautet: Mehr Sachsen in Europa. Begrüßen Sie mit mir Hermann Winkler. Herzlich willkommen. Hallo. Stimmt alles. Stimmt alles, ja? Bis jetzt stimmt alles und habe auch noch keinen Fehler gemacht bei Herrn Winkler. Den einzigsten Fehler, den ich in unserer Werbung für die Sendung gemacht habe, dass ich das EU-Parlament nach Brüssel geschickt habe statt nach Straßburg. Da hat er mich dann aufgeklärt. Das ist also jetzt auch in Ordnung. Tja, wir haben natürlich nicht nur Herrn Winkler zu Gast, wir haben auch einen Millionär an Bord. Und zwar in Sachen Wasser. Denn er verwaltet über 600 Millionen Kubikmeter bewirtschafteten Gesamtstauraum in rund 140 Stauanlagen. Circa 3000 Kilometer Fließgewässer oder auch rund 300 Kilometer Grenzgewässer zur Tschechischen Republik und zur Grenze nach Polen. Und noch einiges mehr. Die Rede ist vom Chef der Landestalsperrenverwaltung Sachsen. Herzlich willkommen, Herr Axel Boppe. Guten Morgen. Ja, schön, dass Sie auch in unserer Runde dabei sind. Vielen Dank. Tja. Normalerweise spricht man ja nicht über das Alter einer Frau. In dem Fall können wir eine Ausnahme machen, denn man sieht es ihr wirklich nicht an und öffentlich ist es sowieso. Am 4. September 1971 ist sie in Berlin geboren, begann 1975 mit dem Eiskunstlaufen. Mit 9 Jahren kam sie zum Paarlaufen und startete in dieser Disziplin erfolgreich für die DDR und auch Gesamtdeutschland. Mit ihrem Eislaufpartner Alexander König wurde sie 1988 DDR-Meisterin im Paarlauf. Weitere Erfolge feierte sie bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und auch gesamtdeutschen Meisterschaften. Mit dem Partner Mirko Müller war sie deutscher Meister von 1998, das war auch kein Jahr unterschlagen, bis zum Jahr 2000. Danach trainierte sie den Nachwuchs hier bei uns in Grimma und ist seit 2015 Trainerin in Halle. Einen Willkommensapplaus für Peggy Schwarz. Ja, auch herzlich willkommen bei uns, Frau Schwarz. Und schön, dass Sie in unserer Herrenrunde Platz gefunden haben. Ja, Sie erleuchten sozusagen die graue Herrenrunde. In schön schwarz. In schön schwarz, genau. Nein, mit dem Strahlen im Gesicht. Das auf jeden Fall. Ja, Herr Winkler, wie war die Anreise? Die war gut. 630 Kilometer, 6 Stunden, 5 Minuten aus Straßburg heute. Aus, aber zu beachten. Das ist nicht schlimm, dass Sie den vermeintlichen Fehler gemacht haben, denn es ist ja kompliziert. Der offizielle Sitz des Europaparlaments ist Straßburg. Dort tagen wir eine Woche im Monat. Aber sonst sind wir natürlich 3 Wochen im Monat in Brüssel, weil das der zweite Sitz ist. Und dort sind auch die größeren Gebäudeanlagen und mehr Einrichtungen. Insofern pendelt man immer zwischen Brüssel und Straßburg, was nicht unumstritten ist. Das allerdings, ja. Ja, wie sind Sie denn auch, wenn wir einmal bei der Politik sind, wie sind Sie denn da überhaupt reingerutscht? War das ein Phänomen der Wende oder war da schon immer ein Grundinteresse da? Das ist eigentlich so in den letzten Tagen der DDR entstanden, dass wir da zusammen überlegt haben, was kann man machen, um einfach einen kleinen Beitrag zu leisten. Wir waren sicherlich keine Helden, die da nun schon immer alles vorhatten, was heute passiert, aber wir waren damals in einem Alter, ich 27, mit Freunden, Sportfreunden auch, zu überlegen, was können wir tun. Und da haben wir uns engagiert und sind zunächst in die Kommunalpolitik gegangen. Sie haben das ja richtig gesagt, 1990 in der Stadtverwaltung Grimma begonnen, damals mit Hans-Henning Rösler,
zum Beispiel. Und dann ging das Schritt für Schritt. Es kamen andere Herausforderungen dazu. Mich hat dann interessiert, als ich in der Kommunalpolitik war, Mensch, da gibt es ja Landesgesetze, die eine Menge regeln. Von der Gemeindeordnung angefangen bis hin zur Schulpolitik, die ja Landesaufgabe ist. Und so bin ich dann über dieses Interesse in die Landespolitik gegangen und ja, irgendwann dann in Europa gelandet. Genau, tja. Sie sagen zwar, Sie pendeln so ein bisschen zwischen Brüssel und auch Straßburg hin und her, aber wenn Sie in Straßburg sind beim Parlament, wie müssen wir uns so einen Tagesablauf vorstellen, so als EU-Abgeordneter? Ja, ziemlich vollgepackt, weil ja bei uns der Rhythmus so ist, wir reisen aus 28 Staaten im Prinzip Montagvormittag alle an und arbeiten dann bis Donnerstag, Nachmittag, Abend, um dann schnell wieder nach Hause in die Wahlkreise zu können. Das heißt, die Tage sind wirklich voll. Wir beginnen früh, so halb um 8 mit Beratungen. Da ist auch mal ein Arbeitsfrühstück dabei, dass man seinen Kaffee und das Croissant gemeinsam einnimmt und schon bestimmte Dinge debattiert und bespricht. Und dann geht Schlag auf Schlag, Sitzung an Sitzung. Da ist die letzte auch mal abends 21 Uhr. Weil man ja nicht nach Brüssel oder Straßburg fährt, um ins Kino zu gehen, sondern wirklich zu arbeiten. Also das geht dann schon ziemlich angespannt. Und ja, wie das so üblich ist, zuerst wir Deutschen in einer Gruppe, dann die Parteien und Fraktionen für sich und die Arbeitskreise und Ausschüsse. Und das große Highlight ist dann das Plenum, wo alles abgestimmt wird, was wir eben diese Woche 4 Tage lang zelebriert haben. Okay. So ein Parlament, also ich sehe da manchmal auch, da viele Abgeordnete sitzen, manchmal sitzen auch weniger drin, je nachdem. Gibt es eine bestimmte Person, neben der Sie immer sitzen? Gibt es da eine Sitzordnung oder kann sich das auch mal ändern? Oder wie sind da die Regeln? Nein, es gibt feste Sitzordnung. Also in Ausschüssen ist es anders, weil dort ja weniger drin sind als im Plenum. Nehmen wir das Plenum, wo ich heute hergekommen bin. Da geht es nach Alphabet, bis auf die hohen Funktionäre, sage ich mal, die Fraktionsspitzen und so, die sitzen vorne. Aber aufgrund des Ws für Winkler sitze ich also ganz hinten. Und da sitzt neben mir links, witzigerweise, der Julio Winkler, das ist ein rumänischer Kollege. Und rechts neben mir sitzt Bogdan Venta, den Handballspielern vielleicht ein Begriff. Der war Nationalspieler im Handball für Polen, für Deutschland und hat dann noch in einem Profiklub in Spanien gespielt. Ein Pfundskerl. Und daneben auch ein ganz bekannter Name, da sitzt der Sohn von Lech Walesa aus Polen. Jaroslav Walesa, und wir verstehen uns auch sehr gut, weil wir auch viel zusammenarbeiten und auch eine ziemlich dufte Truppe sind da auf unserer letzten Bank. Also man verträgt sich. Man verträgt sich, ja. Okay. Schreibt man voneinander ab wie in der Schule bei bestimmten Dingen? Oder ja, abschreiben nicht, aber man stimmt manchmal voneinander ab. Und es ist ja auch bei uns so, wir kriegen Geldabzüge, wenn wir nicht mindestens 50% der Abstimmungen verfolgen oder Besucher teilnehmen. Und da wir sehr viel elektronisch abstimmen, passiert es schon mal, dass man parallel liest oder eine SMS schreibt oder telefoniert und dann sagt der Kollege schon mal, stimmt, Voting now. Wieder, verpasst das mal nicht. Man schnell drauf. Das gibt's schon. Da hilft man sich also, damit es nicht ans Eingemachte, ans Geld geht. Und wenn man das so im letzten Moment bemerkt mit dem Voting, drückt man dann noch richtig? Oder, oder haben Sie sich schon mal verdrückt? Große Gefahr. Ich habe mich schon mal verdrückt. Man kann das innerhalb von 24 Stunden ändern. Ah, das geht. Witzigerweise geht es aber dann nicht mehr an die Wertung ein. Also man sagt zwar dann, ich habe anders abgestimmt, aber das Ergebnis zählt so, wie es zur Minute der Abstimmung war. Und es ist ja oft so, man stimmt anders ab als sein Nachbar. Also obwohl wir in einer Fraktion sitzen, habe ich als deutscher Abgeordneter manchmal zu bestimmten Dingen eine andere Position als meine beiden polnischen Kollegen. Nehmen wir das Beispiel Russland-Sanktionen, wo ich eine Position habe, die schaden der deutschen Wirtschaft, der sächsischen Wirtschaft vor allem. Da bin ich ein strikter Gegner, dass die fortgesetzt werden. Aber die Polen in Sachen Russland, also da sind die ganz anders gepolt als wir. Ja. Und da haben wir also unterschiedliches Abstimmungsverhalten, obwohl wir nebeneinander sitzen in der gleichen Fraktion. Ja, interessant, interessant. Sie sind Sprecher, das habe ich überhaupt noch nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt, dass da also auch noch jede abgeordnete Fraktion also auch noch ein Sprecher hat. Sprecher der ostdeutschen CDU-Abgeordneten. Bedeutet das, dass im EU-Parlament Sächsisch gesprochen wird eher? Sächsisch wurde diese Woche gesprochen, weil ich eine Besucherdelegation aus Sachsen hatte, 50 Unternehmer aus dem Bereich Dresden, Bautzen, Görlitz, ja, aber nee. Wir sind 34 deutsche Abgeordnete, CDU, CSU und
Da gibt es eine große Gruppe Nordrhein-Westfalen, eine große Gruppe Bayern und Baden-Württemberg. Und Sachsen hat 2 CDU-Abgeordnete, MacPom und alle anderen nur einen. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen uns stärker positionieren und wollen mehr erreichen. Und es gibt spezifische ostdeutsche Probleme, auch in der Europapolitik. Mhm. Nehmen wir an, die Frage, wie behandeln wir die Landwirtschaft und gehen damit um, weil wir größere Flächen haben. Mhm. Und da haben wir uns zusammengeschlossen, wir 7 Abgeordneten, und sind jetzt sozusagen eine Ossi-Gruppe zu 7 und können dadurch, wenn wir gemeinsam abstimmen und uns vorher besprechen, schon einiges erreichen und bewegen. Mhm. Und da haben wir gesagt, das muss auch mal ein bisschen Charakter kriegen. Also wir wählen einen Vorsitzenden und da haben sie mich gefragt, ob ich es machen würde, habe ich es gemacht und jetzt kämpfen wir. Sehr, sehr gut. Tja, außer der Politik befassen Sie sich auch mit Sport und ausgerechnet auch mit einem, der jetzt in diesen Tagen natürlich das Wichtigste überhaupt ist. Ja, der Fußball, die Europameisterschaft hat begonnen. Wie erleben Sie die EM? Wie sind Sie dabei? Haben Sie überhaupt Zeit, alle Spiele zu gucken? Das werde ich nicht schaffen, alle Spiele zu schauen, aber wir haben auch am Abend, auch am Rande von Veranstaltungen Public Viewing, beziehungsweise... Aber nicht im Parlament? Unsere, doch, im Parlament auch. Okay. Unsere Tagesordnung kam diese Woche für 2-3 Abende und da stand dann unten in der Randbemerkung, ein Fernseher steht auch im Nachbarraum oder so, also okay. Man kann dann mal rausgehen. Und ich werde auch einmal in Paris sein beim Spiel Deutschland gegen Polen, weil wir mit dem DFB eine Vorstandssitzung haben am Rande des Spiels und dann gemeinsam die 16 Präsidenten das Spiel besuchen. Und ansonsten, ja, versuche ich so viel wie möglich mitzubekommen. Sie sind ja eigentlich sogar verpflichtet, ne, bei dem Fußball so gut wie möglich dabei zu sein, denn als Präsident des Sächsischen Fußballverbandes dürfen Sie eigentlich gar nicht anders. Was macht man eigentlich als Präsident des Fußballverbandes in Sachsen? Ja, ich vertrete die Interessen der Fußballvereine in Sachsen. Das sind immerhin 912 Vereine. Wir haben jetzt knapp 148.000 Mitglieder, 6.000 Mannschaften, 3.000 Schiedsrichter. Und es geht darum, den Spielbetrieb zu organisieren, die Ligen einzuteilen, die Spieltermine festzulegen, auch mal die Spiel- oder Schiedsgerichte natürlich in Bewegung zu setzen und die Interessen zu vertreten gegenüber dem NUFV oder gegenüber dem Deutschen Fußballbund. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Ich war unheimlich glücklich, als mich der langjährige Präsident Klaus Reichenbach fragte, willst du das nicht machen? Ich bin jetzt 70, habe das 25 Jahre gemacht und wir kannten uns durch den Landessportbund. Und da freue ich mich jetzt seit 23. April, die Fußballinteressen zu vertreten. Und Fußball ist mehr als nur eine schöne Sportart und wie viele sagen, die zweitschönste Nebensache der Welt. Fußball ist ja wirklich in der Gesellschaft heutzutage ganz wichtig, ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir erleben das jetzt mit RB Leipzig, mit Dynamo Dresden und mit Aue. Das bringt was in den Regionen und das möchte ich gerne mit unterstützen in Sachsen. Okay. An dieser Stelle vielleicht eine Frage. Es wird ja auch, geht ja auch viel, um viel Geld. Gerade sind die Fernsehrechte wieder vergeben worden. Wie sehen Sie das, dass der Fußball auch sehr, sehr konventionell geworden ist, zumindest in den hohen Ligen? Na, ich sehe es schon kritisch, vor allem weil ich bemerke gerade auch in meiner Funktion, dass die Schere auch in dem Bereich auseinandergeht, dass wir, wenn ich in DFB-Sitzungen teilnehme, über Summen reden, wo es einem fast die Knie schlackern lässt. Und wenn ich dann in kleinen Vereinen hier in der Region bin und sehe, wie alles ehrenamtlich gestemmt wird, wie ein Pool gebildet wird, wo der Bäcker, der Fleischer, der Schlosser drin ist, um überhaupt Spielbetrieb im F-Jugendbereich abzusichern, das tut dann schon ein bisschen weh, das passt nicht so richtig zusammen. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, zu versuchen, das so ein bisschen zusammenzubringen und das eine nicht ausufern zu lassen. Hat auch was mit Akzeptanz zu tun. Und im Übrigen auch gegenüber anderen Sportarten, die ja ohnehin sagen, der Fußball bekommt alles und wir haben es noch schwerer. Richtig. Also man muss da die Waage finden und die Kleinen unterstützen, den Kleinen helfen. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel dabei. Wenn wir das jetzt so hören, dass Sie da einmal in der Politik eine Menge zu tun haben, viel Zeit von zu Hause weg sind sozusagen, ja, dann noch zusätzlich im Sport unterwegs sind, gibt es überhaupt noch Zeit für irgendein anderes Hobby? Ja, eigentlich spiele ich ja Tennis hier in Grimma im Verein. Wir
sage immer so unsere Tennisfamilie, das ist auch wirklich so, das ist schön. Da bekommt man auch Bodenhaftung, wenn man da trainiert und hinterher seine ein, zwei, drei Weizen trinkt. Das ist schon in Ordnung. Jetzt hatte ich letztes Jahr so diesen blöden Verkehrsunfall, da bin ich noch nicht wieder richtig fit und habe noch ein bisschen Trainingsrückstand, aber wenn das vorbei ist, möchte ich das eigentlich weiter tun, um einfach auch die wenige Freizeit, klar, aber zu nutzen und mit Freunden zusammen zu sein. Mhm. Im Übrigen ist das auch ganz gut, weil die Freunde einem dann auch mal ungeschminkt sagen, was sie vielleicht von meiner Politik halten, die ich so mache. Okay. Und nach dem dritten Bier tut das ganz gut, weil die sagen dann meistens die Wahrheit. Erfahrungsgemäß, ja. Erfahrungsgemäß ist das so. Sie haben eben schon gesagt, wenn man so viel unterwegs ist, dann passiert halt auch mal mit einem Unfall, wo Sie ja glücklicherweise ganz fit wieder herausgekommen sind, so wie wir das hier sehen können. Aber Sie sind ja nun generell viel unterwegs und die Peggy Schwarz auch und Sie, Herr Poppe, auch durch den Beruf. Und im Moment ist ja das Reisen auch nicht mehr so eine einfache Sache. Viele sind verunsichert, viele haben Angst vorm Reisen. Wie geht es Ihnen hier in der Runde? Haben Sie Angst vorm Reisen? Haben Sie Angst vor terroristischen Akten, gerade beim Reisen? Oder lassen Sie sich davon gar nicht beirren? Peggy, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, also im Moment bin ich viel in Sachsen unterwegs. Mhm. Die weitesten Sachen sind zurzeit Berlin. Mhm. Und Angst vorm Reisen habe ich auf keinen Fall. Wobei ich wirklich vermeide, in Gebiete zu reisen, auch jetzt privat, wo halt die Terrorwarnungen herrschen. Mhm. Deswegen verschlägt es mich zurzeit nach Bulgarien in meinem Urlaub. Da war ich noch nicht. Wäre ich vielleicht sonst schön. Auch nie hingeflogen. Mhm. Aber Angst habe ich nicht. Also ich verstecke mich nicht. Okay, Herr Bauer? Ja, selbstverständlich habe ich auch keine Angst vorm Reisen. Ich bin viel unterwegs in Deutschland, in Sachsen sowieso. Ja, international, wenn man die Bilder aus dem Fernsehen sieht, kann man schon manchmal Angst bekommen, aber ich sehe das gelassen. Ich meide auch die Gegenden, die jetzt gerade so im Fokus stehen. Deutschland ist ein schönes Urlaubsland, da kann man auch herrlich Urlaub machen und das genieße ich. Ja, Herr Winkler? Naja, ganz meiden kann ich es nicht, wenn ich nach Brüssel am Montag fliege, laufe ich über den Flughafen, da ist noch eine Stelle, wo Blumen und Kerzen stehen durch den Anschlag. Und wenn ich abends aus dem Parlament in mein Zimmer gehe, gehe ich an der U-Bahn-Station vorbei. Das ist 500 Meter entfernt vom Parlament. Da stehen auch noch diese. Das heißt, Dinge. Sie werden damit auch entsprechend immer wieder konfrontiert. Da denkt man wieder dran und zuckt mal kurz zusammen. Aber ja, man verdrängt es irgendwie. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, will niemand Angst machen. Aber auch wir müssen in Deutschland damit rechnen. Es kann bei uns vielleicht nicht jetzt hier in Grimma passieren, aber natürlich in den großen Städten auch. Und das bringt die Zeit mit sich. Das ist nicht schön und das ist bitter, aber das ist die Realität. Insofern verdrängt man es eher, aber direkt Angst habe ich natürlich auch nicht. Ja. Das ist zumindest erstmal ein gutes Zeichen und beruhigend. Danke erstmal an Herrn Winkler. Ja, jetzt haben wir etwas für Sie, meine Damen und Herren. Es wird musikalisch. Ich bitte mal schon die Kollegen, Aufstellung zu nehmen, indem ich Sie jetzt aber trotzdem schon mal kurz vorstelle, wir haben zu Gast Two Venture. Das ist ein Zwei-Mann-Projekt eigentlich mit Christine am Gesang und dem Sascha an der Gitarre und auch am Gesang. Aber die haben einen Gast mitgebracht, der sie beim Musikmachen unterstützt. Das ist der Silvano am Cajon. Und zusammen musizieren die drei schon seit mehreren Jahren. Unter anderem beim Kneipenkarussell 2013 waren sie zu sehen zur Eröffnung. Oder zum Jubiläum des hier bekannten Green Corner. Oder auf der Pöppelmannbrücke auch schon mal zur Straße. Musik. Christine und Silvano spielen zusätzlich noch in der hier in der Region schon ganz bekannten Gruppe Romjaks, wo auch Sascha schon ab und zu auch mitmusiziert hat. Und sie sind alle Mitte 20, also ganz, ganz jung, extra für uns hier angereist. Haben Sie viel Spaß mit der Musik von Two Ventures und dann nach der Werbung sehen wir uns wieder. Thank you.
Easy TMS, wir fahren Sie, wohin Sie wollen. Ob Schüler, Urlaubsfahrten oder auch die Fahrt zum Arzt, wir bringen Sie sicher an Ihr Ziel. Wir übernehmen Kranken- und Kurfahrten und sind ausgerüstet für Rollstuhltransporte. Und wenn Sie etwas Außergewöhnliches suchen, auch Stadtrundfahrten, Chauffeurdienste oder Hochzeitsfahrten sind für uns kein Problem. Das Taxi fürs Muldental, pünktlich und zuverlässig, rufen Sie uns an. Ihr Taxi TMS unter 03437 9484 770. Bei uns ist alles unter einem Dach. Hotel, Restaurant, Bowlingbahn, Biergarten und Minigolf. Es steht eine Hochzeit oder eine Firmenfeier an. Wir beraten Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten. Oder einfach nur lecker essen. Im Erlebnishotel zur Schiffsmühle sind Sie immer an der richtigen Adresse. Mode für viele Anlässe finden Sie seit fast 26 Jahren in Ihrem Go-In in Grimma. In der Langen Straße 58 zeigen wir ein umfangreiches Angebot an Oberbekleidung für Damen und Herren. Um Ihr neues Outfit abzurunden, stöbern Sie doch gern in unseren vielen Accessoires. Nakitano, MOD, Kenny S und Sequesto sind nur einige unserer Modefirmen. Taschen und Ohren erhalten Sie von zwei und Stamps. Ute Finsterbusch und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch im Go-In. Ja, To Venture, meine Damen und Herren, klasse Musik. Ja, wir machen weiter in unserer Runde und wir haben ihn ja schon begrüßt in unserer Runde, Axel Boppe, nochmal herzlich willkommen. Er ist, und ich darf keinen Fehler machen, der Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung, oder sagt man Verband eigentlich, Verwaltung für den Regierungsbezirk Leipzig. Was muss man dafür eigentlich gelernt haben, Herr Boppe? Da kann man Wasserbau studieren. Oh, Wasserbau? In Dresden. Okay. Das war ein kleines Völkchen in der DDR. Im Jahr wurden so 20 Bauingenieure in dieser Spezialisierungsrichtung ausgebildet. Ja, und da war ich froh, dass mir das ermöglicht wurde. Mhm. Sie sind aber nicht zufällig noch im Sternzeichen Wassermann. Nein, ich bin Schütze. Okay, hätte ja auch eine Grundvoraussetzung sein können, wenn da nur 20 Bewerber genommen werden für dieses Studium. Hätte das ja eine Voraussetzung sein können. Was hat Sie dazu bewogen? Also Interesse am Wasser generell oder wie? Warum hat man Lust auf sowas? Na, jeder Junge hat bei großen Regen schon mal im Rinnsal einen kleinen Staudamm gebaut und hat sich gefreut, wie das Wasser sich dahinter staut. Nein, ich wollte was bewegen. Ich wollte ein Bauingenieurstudium. Mein Ziel war eigentlich, ich wollte einen Hafen bauen. Ich hatte Leipzig gar nicht so im Fokus. Das hat sich aber nachher während des Studiums rauskristallisiert, dass ich dann doch Talsperren und mehr Binnenland-Wasserbau affin war. Okay. Zum Thema Talsperren fällen uns natürlich gerade hier bei uns in Grimma natürlich die beiden Hochwasserkatastrophen ein von 2002 und 2013. Wie haben Sie das persönlich, gerade auch in Ihrem Job, erlebt? Es war eine sehr starke Belastung. Der Wasserbau war vor 2002 in Leipzig und in Sachsen überhaupt nicht so dominant. Es war nicht so viel Geld da, um das Nötigste an den Deichen und in den Talsperren zu machen. Das hat sich nach 2002 dann erheblich geändert. Es war schlimm 2002, wenn Sie sehen, wie Ihre Anlagen, die Sie über 10 Jahre, ich mache das seit 1990, gepflegt haben und gehegt haben, wie Ihnen die Deiche um die Ohren fliegen. Wir hatten 95 Deichbrüche hier im Muldengebiet.
Und wenn Sie da mit einem Hubschrauber drüber fliegen und sehen, dass Ihre Anlagen, für die Sie jahrelang zuständig waren, Ihren Geist aufgeben, ist das erschreckend. Und man hat da auch ein ganz dumpfes Gefühl und muss aus diesem Tief raus. Es war sowohl 2013 als auch 2002 sehr anstrengend. Es waren mehrere Wochen. Mit meinen Mitarbeitern hatten wir maximal 3 Stunden Schlaf die Nacht über 3-4 Wochen und danach ging dann das Aufräumen und schnelle Schadensbeseitigung los. Also es waren extrem anstrengende Zeiten. Was hat sich jetzt nach den Naturkatastrophen oder beziehungsweise auch nach dem letzten Hochwasser gerade auch verändert? Geht man anders an die Dinge ran? Haben Sie von vornherein Dinge, gerade was jetzt die Deichbau und andere Dinge betrifft, von vornherein neu angegangen und neu überdacht? Also Deichbau in Deutschland ist nichts, was man jetzt in den letzten Jahren neu erfunden hat. Mhm. Das ist ein klassisches Metier, das haben unsere Altvorderen gemacht. Natürlich sind die Deiche jetzt viel moderner, die wir bauen. Es hat sich schlagartig die Finanzsituation geändert. Wir hatten aus dem Stand heraus, musste ich eine Mannschaft aufbauen und wir haben 70 Bauingenieure einstellen müssen. Das war eine große Herausforderung 2002. Da war nicht nur Wasserbau dabei, können Sie sich vorstellen, aber es waren sehr engagierte Leute. Also wir hatten das 10- bis 15-fache des jährlichen Budgets zu verbauen. Der Druck der Betroffenen war immens. Es waren viele Bürger, die ihr Hab und Gut verloren haben und natürlich nach dem Hochwasser plötzlich entdeckt haben, ich lebe in einem hochwassergefährdeten Gebiet. Wir haben 1998, 99 sehr stramme Diskussionen geführt mit Betroffenen, wenn wir Bäume auf dem Deich zum Beispiel fällen wollten. Da wurde uns gesagt, Hochwasser, was ist denn das? Wann war denn das letzte? 1954, bleib uns vom Hals, die schönen Büsche, die schönen Bäume. Also diese Einstellung hat sich massiv geändert. Ich war Ende der 90er Jahre mit meinen Mitarbeitern, da hatten wir eine Studie über die Stadt Grimma gemacht. Phänomen, so eine große Stadt wie Grimma ohne Hochwasserschutz, ohne jeglichen Hochwasserschutz. Und da waren wir mit unseren Vorstellungen im Rathaus und sind so schnell wieder rausgeflogen, wie wir drin waren. Es war einfach nicht vorstellbar, dass man diese schöne Stadt mit irgendeiner Wand oder irgendwas zumauert. Diese Einstellung zum Hochwasser hat sich 2002 gewandelt. Allerdings haben viele Bürger gemeint, das Jahrhunderthochwasser, was auch die Politik und auch wir immer verkündet haben, das war ein Jahrhunderthochwasser, haben die Menschen gemeint, so, das war's nun, das nächste Mal sind meine Enkel oder Urenkel dran, ich lebe jetzt so weiter wie bisher. Und Petrus hat uns dann 2013 gezeigt, dass das eine Willkür ist, dass das reine Statistik alles ist. Und nach 13 war sowohl die Aggressivität der Betroffenen höher, auch uns gegenüber, aber auch der Druck, der Erwartungsdruck, schnell was zu beenden oder schnell was zu machen. Inzwischen hat man sich ja für eine Hochwasserschutzmauer auch für die schöne Stadt Grimma entschieden. Es nimmt ja immer mehr Gestalt an hier in Grimma, wie man auch überall sehen kann. Wie weit sind Sie zufrieden mit dem Ablauf der Arbeiten und mit dem Fortgang? Also hier in Grimma bin ich sehr zufrieden. Alle Märchen, die so durch die Presse gehen, dass wir viel schneller und zeitiger fertig werden sollten, sind alles Gerüchte. Man muss sich einfach vorstellen, Grimma ist so kompliziert. Es ist nicht nur eine Mauer, die um 3 Meter oder 4 Meter aus der Erde guckt. Wir müssen denkmalgeschützte Häuser von innen verstärken, die Mauern injizieren. Wir müssen aber diese Mauern, die nach oben sichtbar sind, 10 bis 12 Meter in den Untergrund verlängern. Eine 2 Kilometer lange, 12 Meter tiefe Mauer, bis auf dem Fels gegründet, mit allen Schwierigkeiten, das Grundwasser dort in diesen Bereichen zu beherrschen, denn das Grundwasser fließt natürlich zur Mulde. Wir haben über 1,5 Kilometer Horizontalfilter unter die Fundamente der Häuser in 10 Meter Tiefe gebaut. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Deswegen haben wir in vielen Ecken Neuland betreten und 45 Millionen Euro können Sie nicht in 4 oder in 5 Jahren verbauen, das dauert einfach seine Zeit. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, die große Baustelle am Volkshausplatz, die wird dieses Jahr in den nächsten Wochen Geschichte sein und wir haben 2 große Bauabschnitte, wieder 2 Mauern neu begonnen.
sodass wir nächstes Jahr die Mauerabschnitte fertig haben. Dann sind noch Gymnasium und die Kirche dran. Und dann wird komplettiert. 2018 werden wir aus Grimma im Wesentlichen verschwunden sein. Und dann genießt die Stadt auch einen Jahrhundertschutz. Sie sagten gerade, Sie haben Neuland betreten mit diesem Projekt. Das ist ja quasi ein Prototyp, so, diese Hochwasserschutzmauer. Interessieren sich da andere Regionen dafür und vielleicht sogar das Ausland, was wir hier treiben? Also ich muss da sehr aufpassen. Mhm. Wenn Sie überlegen, 45 Millionen Euro, das ist das größte Hochwasserschutzprojekt, was die EU finanziert, reine EU-Finanzierung plus sächsische Kofinanzierung, aber die Masse kommt von der EU, es ist einzigartig, es ist auch in seiner gestalterischen Art einzigartig. Wenn Sie sehen, was wir an der historischen Stadtmauer gemacht haben für einen Aufwand, es ist für die Fachwelt beeindruckend. Wir haben ein großes Interesse, nicht nur aus Deutschland, aus der EU, wir haben auch aus Asien einen Haufen Interessenten, die wir führen und denen wir das erklären. Es ist aber zunehmend auch ein Stückchen Neid jetzt damit da, warum haben die Sachsen so viel Kohle, um hier in Grimma in einer Stadt so viel zu machen. Also ich sage, da muss man ein bisschen bescheiden und vorsichtig auch sein. Und entlang des Mulde-Gebiets ist Grimma auch nicht ganz unumstritten. Es gibt viele Ortschaften, die nichts bekommen. Kleine Ortschaften, gerade hier, wo wir jetzt sitzen, in Höfgen. Höfgen wird keinen Hochwasserschutz kriegen, weil er nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Das heißt, es sind auf der einen Seite viele Mulde-Anlieger neidisch und auf der anderen Seite gibt es auch gewisse Ängste, die allerdings unbegründet sind. Ich höre in Eilenburg oder ich höre in Wurzen, wenn die Grimmer erstmal aufgerüstet haben, dann sind die Hochwasserwellen bei uns viel schneller. Das stimmt nicht, aber diese Angst ist natürlich da. Und da müssen Sie dran arbeiten, die Angst auch zu nehmen. Genau. Und das ist sicherlich auch kein einfacher Job, Nein. da zu argumentieren, das glaube ich. Kommen wir mal so ein bisschen also eher zum privaten Teil, ja, was uns natürlich auch interessiert. Haben Sie privat auch mit Wasser zu tun? Ich wohne am Wasser. Ich wohne allerdings hochwasserfrei. Ja, okay. Hochwassergeschützt. Hochwassergeschützt, ja. Ich wohne in Reutha, südlich von Leipzig. Der Südraum Leipzig hat eine wahnsinnige Entwicklung jetzt in den letzten 20, 25 Jahren gemacht. Es ist einzigartig, das konnten wir uns nie vorstellen, dass diese Braunkohlegegend jetzt wirklich eine Erholungslandschaft wird. Es macht Spaß mit dem Fahrrad. 5 Minuten sind Sie an einem Badestrand. Ich wohne in Reutha am Stausee direkt. Also der Blick aufs Wasser ist mir täglich gewährt. Das ist schon was Feines. Ja. Aber ein Wassersport, ich meine, wenn Sie da direkt so wohnen, betreiben Sie sowas? Nein, Wassersport betreibe ich nicht. Wir fahren gerne Kanu, aber was Otto-Normalverbraucher sonst auch macht, ich fahre viel mit dem Fahrrad. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, um Reutha bis nach Leipzig rein, um die Seen ringsrum, da können Sie sich austoben ohne Ende. Und im Urlaub dann eine Kreuzfahrt, oder? Nein, auch nicht. Also wenn Sie jeden Tag mit so viel Wasser zu tun haben, mögen Sie es nicht unbedingt auf dem Wasser, aber die Seen, wenn Sie, es gibt in Bayern herrliche Seen, wo man entspannen kann, also das mag ich. Da Sie so viel mit dem Wasser zu tun haben, sind Sie der Meinung, dass man Wasser sparen sollte oder soll man es einfach ganz normal verbrauchen? Wie ist da so die Fachmeinung? Als Talsperrenbetreiber muss ich sagen, dreht den Wasserhahn auf und trinkt viel Wasser. Dachte ich mir. Es ist so, dass der Wasserverbrauch extrem zurückgegangen ist seit der Wende. Und mal eine ganz einfache Darstellung, eine Talsperre kostet Geld, egal wie viel Wasser sie abgibt oder nicht. Das ist unser Dilemma. Und wenn Sie eine Trinkwassertalsperre nicht ausbilanziert haben, also keine Abnahme haben, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder kassieren Sie von dem Abnehmer, das sind Trinkwasserverbände, die unsere Abnehmer sind, kassieren Sie das gesamte Geld, auch wenn die nicht zu viel nehmen. Das heißt, die spezifischen Kosten für die Abnehmer sind höher. Oder Sie haben keine Einnahmen oder zu wenige Einnahmen
und sind auf dem Defizit sitzen geblieben. Sachsen hat sich verständigt und hat einen sogenannten im Trinkwasserpreis einen Solidarpreis eingeführt, eine sehr mutige Sache. Das heißt, egal aus welcher Talsperre der Nutzer sein Wasser bezieht, ist das in Sachsen gleich. Das heißt, man hat unwirtschaftliche oder weniger wirtschaftliche kleinere Talsperren gesponsert durch die großen Pötte. Aber wir haben noch genügend Reserven. Wenn Sie jemanden kennen, der noch Trinkwasser benötigt, gerne. Also, Sie haben es gehört. Trinken Sie viel ja, genau. Wasser. Peggy Schwarz, sparen Sie Wasser oder geben Sie es eher mit vollen Händen aus? Ich meine, Sie brauchen ja Wasser fürs Eis, das steht schon mal fest. Aber privat? Ja, also ich denke mal, wie jeder ganz normale Bürger auch. Also ich verschwende es auf keinen Fall. Erstens ist es kostbar, zweitens kostet es mich auch Geld. Und ich denke, jeder sollte ein bisschen sparsam umgehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tropfen zähle. Also ich denke mal, das ist ganz normal bei mir. Tja, Herr Winkler, wie halten Sie es denn mit dem Wasser? Ja, so ähnlich. Also man braucht es natürlich wirklich, man hat sich unheimlich dran gewöhnt. Ich kriege jetzt in meiner Arbeit europaweit, und da wir uns ja auch um Entwicklungspolitik kümmern, einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Sicht auf Wasser. Und da zuckt man auch manchmal zusammen, wie wir uns an einen bestimmten Luxus gewöhnt haben, dass das Trinkwasser bei uns ja, also mit Trinkwasserqualität, ja bei uns aus dem Hahn fließt und wir das nutzen können. Und dass das EU-weit geregelt ist in den Standards, aber eben nicht überall auf der Welt, dass das der teuerste Rohstoff ist, den wir haben. Und das ist dann schon ein Punkt, wo man mal nachdenkt und vielleicht auch ein bisschen sorgsamer damit umgeht. Nun ist ja so ein Hochwasser auch wirklich eine Naturkatastrophe. Wir haben es jetzt auch wieder in Bayern erlebt und in anderen Regionen in Deutschland, dass das eben immer wieder auftreten kann. Und generell hat man ja auf der Welt das Gefühl, man ist nur noch von irgendwelchen Naturkatastrophen umgeben und das Wetter verändert sich und die Klimaerwärmung und so weiter. Haben Sie Bedenken dafür die Zukunft? Haben Sie persönlich Angst, Frau Schwarz, vor solchen Dingen? Klar, wenn es hier vor Ort passiert, ja, aber spüren Sie auch die Angst, dass das schlimmer wird? Also ich habe generell selten Angst vor irgendetwas. Mhm. Also ich nehme die Sachen so, wie sie kommen. Wir können das Wetter sowieso nicht ändern. Jetzt Tornado über Hamburg, da habe ich schon gedacht, hoi. Jetzt irgendwie sollte man da mal gucken, dass man vielleicht die Abholzung der Regenwälder denn mal lässt, langsam. Aber so Angst habe ich eigentlich sonst nicht. Mhm. Herr Bobbe? Ja, Angst habe ich von Natur aus nicht in meinem Beruf. Es ist, wenn ich unter Freunden rede, dann sagt man, Wasser ist das eine, aber Sie haben es gerade angesprochen, wir haben ganz andere Wetterphänomene, die die Menschen genauso ängstlich machen können. Ein Tornado vor ein paar Jahren im Meißner Raum hat viel Schaden verursacht. Da sind Launen der Natur. Man kann nicht alles auf die Globalisierung des Wetters jetzt führen. Es gibt auch kleinklimatische Probleme. Wir haben es nicht im Griff als Menschen, das müssen wir ehrlicherweise sagen. Auch das, was wir machen, professionell, Hochwasserschutz hat irgendwo seine Grenzen. Wenn Petrus Lust hat, dann schickt er ein Hochwasser, was doppelt so hoch war, und dann schwimmt auch alles weg, was wir mühevoll aufgebaut haben. Also man muss vielleicht als Mensch ein bisschen mehr Demut haben vor dem und darf sich auch nicht so wichtig machen, dass man alle Phänomene oder technisch beherrschen kann. Das werden wir nie schaffen. Ist das Thema Naturkatastrophen, Herr Winkler, ein großes Thema auch in der EU oder im EU-Parlament? Wird das diskutiert? Ja. Oder? Ja, ist ein Riesenthema. Bei uns steht über allem noch diese große Überschrift Klimawandel, Globalisierung. Und da habe ich auch manchmal meine Bedenken, so schlimm das alles ist und die Phänomene sind schlimm für die Betroffenen immer, aber ich habe auch den Eindruck, ganz ehrlich gesagt, dass unter dieser Überschrift Klimawandel auch viele ein Geschäft machen wollen. Ja. Und da muss man aufpassen, da darf man auch nicht überall reintapsen, wo einem was vorgelegt wird, weil da auch manche Medien gerne mitspielen und Katastrophen an die Wand malen und andere verdienen damit richtig Geld. Also es tut immer mal gut, Leute wie Herrn Bobbe oder Wissenschaftler anderer Art zu befragen, wie bestimmte Dinge entstehen oder wie was passieren kann, ehe man allem glaubt, was da so daher gesendet oder geredet wird. Exakt. Tja,
Ich hoffe, Sie glauben uns, was hier daher gesendet wird, wird gesagt. Wir werden auf alle Fälle jetzt weiter Wasser trinken. Das steht fest. Das haben wir heute schon mal gelernt. Ich würde mich freuen, wenn Two Venture wieder bereit wäre, uns mit guter Musik zu versorgen. Und wie gesagt, Sie dürfen dann die Verbrauchertipps noch genießen. Bis gleich. Moderne Floristik und nette Geschenkideen finden Sie beim Blumenkind in Grimmas Innenstadt. Maria Erdmann hat für Hochzeiten, Geburtstage oder auch in Sachen Trauerfloristik immer die passende Idee. Schauen Sie doch einmal vorbei zum Blumenkind in der Langenstraße 27 in Grimma. Bei uns ist alles unter einem Dach. Hotel, Restaurant, Bowlingbahn, Biergarten und Minigolf. Es steht eine Hochzeit oder eine Firmenfeier an. Wir beraten Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten. Oder einfach nur lecker essen. Im Erlebnishotel zur Schiffsmühle sind Sie immer an der richtigen Adresse. Kennen Sie Mikrodermabrasion und Ultraschall? Die effektive Synergie, intensives Peeling und Tiefenwirkung. Uns begegnen täglich Menschen, die mit dem Zustand ihrer Haut unzufrieden sind. Zum Beispiel mit Linien, Falten, Gewebe- und Elastizitätsverlust, müder, fahler, schlecht durchbluteter Haut, aber auch mit Hyperpigmentierung oder Altersflecken. Sowie oberflächlichen Narben oder Dehnungsstreifen. Alle diese Hautzustände können mit einer Mikrodermabrasionsbehandlung und anschließender Ultraschallanwendung verbessert werden. Schönere Haut? Jetzt im Babo Beauty Spa Kosmetikinstitut Beatrice, Lange Straße 4 in Grimma. Dankeschön an Two Venture und Silvano am Caron für die klasse Musik hier in der Runde. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Gast, zu Peggy Schwarz, die Dame in unserer Runde. Herzliches Hallo nochmal in unserer Runde. Wie kommt man als Berlinerin denn nach Grimma? Das frage ich mich auch täglich. Nein, also ich habe meine sportliche Karriere 2000 beendet nach der Weltmeisterschaft. Habe dann dort überlegt, was tue ich, wollte meine Ausbildung zur Erzieherin, die ich damals schon absolvierte von 90 bis 94, die ich dann unterbrechen musste durch die Geburt meines Sohnes. Dann habe ich Sport weitergemacht, nach der Karriere wollte ich dann die Ausbildung beenden, hatte dort Probleme wieder reinzukommen. Ich brauchte praktisch eine feste Anstellung für ein Jahr, dann hätte ich dieses Jahr wiederholen, also nochmal machen können. Ich fand leider keine, weil ich alleinerziehende Mutter war. Da ist man halt sehr begrenzt auch in seiner Zeit. Und dann ereilte mich ein Fax
aus Grimma, dass sie hier eine Trainerin suchen oder einen Trainer. Und da habe ich gesagt, super, gucke ich mir an. Bin hierher gefahren, war in der Eishalle, habe gedacht, okay, mache ich. Und habe keinen Tag bereut. Also es war die beste Entscheidung eigentlich meines Lebens, hierher zu kommen. Hier hatte ich eine neue Aufgabe. Mein Sohn, der damals 5 Jahre alt war, hat sich hier super eingelebt. Ich habe viel gelernt fürs Leben, für die Berufswelt, ich war noch sehr DDR-Bürger. Ja, nein, mache ich, lasse ich. Also ich habe mich nicht richtig durchsetzen können damals und habe das wirklich gelernt dort und hatte eine super Zeit. Das hören wir hier in Grimma natürlich gern, wenn das so ist. Wir sind ja auch froh, dass Sie hier sind und vor allen Dingen dann heute Abend eben auch unser Gast und so ein paar Fragen beantworten können, die uns natürlich ein bisschen interessieren. Wie kommt man denn zum Eislaufen überhaupt? Was hat Sie dazu motiviert, gerade so als Kind? Ja, ich denke mal, motiviert hat mich nichts, weil damals war es so, man wurde gesichtet in den Kindergärten. Bei mir kam der Zufall dazu, dass meine Großmutter sehr eislaufbegeistert war und selber auch in ihrer Freizeit Schlittschuh lief. Und sie nahm mich dann mit in die Eishalle zu Dynamo Berlin damals und haben mich aufs Eis gestellt und dann bin ich losgerannt und seitdem war ich dort und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Und heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders, um jetzt mal die Kurve zu bekommen. Heutzutage müssen die Eltern ihre Kinder bringen, so wie so ein Sichtungssystem gibt es nur noch in seltensten Fällen, wie in den großen Städten Berlin, Chemnitz haben auch so ein Kita-Projekt. Ansonsten bringen die Eltern ihre Kinder, müssen sehr viel Zeit und sehr, 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 sehr viel Geld investieren für diesen Sport. Ist ein sehr teurer Sport geworden. Das ist sehr schade. Dadurch gehen eben auch viele Talente verloren. Über Ihre Erfolge im Eiskunstlaufen, gerade auch im Paarlaufen, haben wir ja eingangs zur Begrüßung schon so ein bisschen einen kleinen Abriss gemacht. Das ist mit Sicherheit nicht alles, da gibt es eine Menge mehr in der Vita, was ich lesen konnte. Das hätte ein bisschen mehr Zeit noch gekostet. Sie haben uns hier was mitgebracht. Ich sehe da Medaillen. Was sind es denn für welche? Ja, ich habe mal 2 Medaillen aus meiner Sammlung mitgebracht. Das ist einmal die hintere von einer deutschen Meisterschaft, wo ich gewonnen habe. Und die vordere, die kleinere Medaille, ist von der Weltmeisterschaft 1998 in Minneapolis, wo wir den 3. Platz belegten. Sind das 2, die Sie ausgewählt haben, weil Sie da besonders stolz drauf sind? Oder? Okay. Gut. Verbinden Sie damit besondere Anekdoten oder haben Sie generell irgendwo schöne Geschichten, die Sie so gerade an solche große Ereignisse wie Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, ich stelle mir sowas Wahnsinn vor, wenn man da als Sportler dabei sein darf. Gibt es da besondere Geschichten, die Sie uns erzählen können? Ja, ich hätte da schon welche, die würden jetzt den Rahmen sprengen. Ich fasse mal eine ganz kurz zusammen. Ich war 16 Jahre alt, meine ersten Olympischen Spiele, noch zu DDR-Zeiten. Alle in Mannschaftskleidung, alle gemeinsam einem Flieger, was, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, der olympische Gedanke für mich eigentlich ist und das auch ausmacht. Reisten dort an, man sagte uns, stellt euer Gepäck auf das Band, das fährt dann schon ins Dorf. Ja, mache ich. Ne? Alles aufs Band. Danach kam aber noch die Passkontrolle. Ja, ich hatte aber keinen Pass, der war in meinem Gepäck. So, dann stand ich da, ja, und dann musste ein Funktionär mit mir dort bestimmt, also gefühlte 10 Stunden, aber es waren bestimmt 4 warten. Ich war dann teilweise Tränen überströmt und brachte mir dann jemand den Pass, ein Kollege, und dann ging es durch. Also das war mein Einstieg in die große, weite Welt. Ja, und zu der WM-Medaille noch kurz hier, Minneapolis. Sie müssen sich das so vorstellen, ein großer Saal, richtig feierlich, gibt es eine Auslosung, wo jeder Sportler gemeinsam mit seinem Partner vorgeht und die Startnummer zieht. Dazu gibt es eine Mannschaftskleidung. Ich hatte aber schon einige von diesen Mannschaftskleidungen und hatte zur Europameisterschaft gefehlt, war verletzt, bin dann zur WM und habe aber die verkehrte Mannschaftskleidung eingepackt. Und alle waren in Blau und ich in Grün. Also es hat super gut angefangen. Aber wie ich so bin, boah, egal, gehe in Grün. Und wir haben die Startnummer 3 gezogen. Mein Kind ist an dem Tag, wo wir die Bronzemedaille gewonnen haben, 3 Jahre alt geworden. Und ich habe gesagt, perfekt, besser hätte es gar nicht gehen können.
Das allerdings, auf jeden Fall. Was ich immer sehr faszinierend fand, damals zu DDR-Zeiten bei diesen großen Sportereignissen, der DDR-Sport wurde ja wirklich auch im Lande hochgehalten. Und das war ja auch immer ein Riesenereignis für das Fernsehen der DDR. Und ein Mann hat mich da immer sehr, sehr begeistert, das war Heinz-Florian Oertel. Haben Sie den mal kennengelernt? Ja. Wie ist der Typ? Also den habe ich schon kennengelernt, als ich noch ganz, ganz klein war. Wir mussten früher A, B, C, D, E-Prüfungen machen. Das waren halt so Kategorien und wir hatten hier so einen Aufnäher dann bekommen und haben die dann stolz auf unserem Anzug getragen. Und Heinz-Florian Oertel hat mich damals sogar interviewt. Das kann ich mich noch genau dran erinnern. Und dann waren wir auch immer in der Sauna bei uns auf dem Sportforum. Und da war immer im Herrensauna und danach kamen wir. Und da habe ich ihn auch öfters getroffen. Also ich habe mit ihm damals schon Kontakt gehabt. Ist ein sehr toller Typ. Ja, den Eindruck hat er auf alle Fälle hinterlassen. Und er war auch immer wirklich fachlich sehr, sehr gut. Das muss man einfach mal sagen. Was auch immer sehr bewundernswert war, gerade beim Paarlauf. Es gibt ja so tolle Klamotten, die Paarläufer anhaben. Gerade die Frau mit diesen Kleidchen. Und in der DDR ist ja eigentlich, ne, das ist unsere Erinnerung, hieß es ja immer so ein bisschen Mangelwirtschaft und so weiter. Aber es sah trotzdem toll aus. Wo kamen die Kleider her? Also meine kamen damals von der Sportlerin vor mir. Und sie hatte dann das Kleid von der Sportlerin vor ihr. Und so hatte ich das dann. Aber es war ein absolutes Highlight, wenn wir dann aus diesem Lycra-Stoff noch mit Perlen dran, das war, hatte ich einmal, so ein Kleid tragen durften, weil Oma hat sonst selbst gestrickt. Das war auch schick. Aber so ein Stoff, der sich so dehnte, das gab es halt damals zu DDR-Zeiten wirklich selten. Und ich durfte dann auch mal so ein Kleid tragen. Also das war toll. Haben Sie viele von den Kleidern noch? Aus der Zeit habe ich keine mehr. Mhm. Dann kam ja die Wende. Dann mussten wir uns um alles selbst kümmern und auch alles selbst bezahlen natürlich. Und diese Kleider habe ich alle aufgehoben. Wie hat sich denn das, gerade wenn man jetzt zu solchen Sportereignissen jetzt im Gesamtdeutschland geht, Sie sagen schon, da muss man alles selber bezahlen, aber zu großen Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gibt es ja auch Mannschaftskleidungen und man wird eingekleidet. Wie läuft das heutzutage ab? Heutzutage weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau, aber zu meiner Zeit war es so, dass man zu Olympischen Spielen die Einkleidung bekam, wie alles aus dem Fernsehen kennen. Da sind alle Sportler nach München geflogen, dort wurde Maß genommen, dann bei Bogner. Ja, natürlich. Und dann ist man dann nochmal nach München gereist und hat seine Kleidung in Empfang genommen. Und die erste Einkleidung, sage ich mal, also war 92 dann in ganz Deutschland, war schon der Hammer. Also da hast du gedacht, wow. Jetzt brauche ich nicht mehr zu Olympia fahren. Reicht. Nee, es war schon, also es ist Wahnsinn. Also du wirst wirklich von Kopf bis Fuß, Socken, Unterwäsche. Alles eingekleidet. Auch von Bogner. Nee, wir hatten so Adidas und so, halt die gängigen Marken, ja, was man so kennt. Also es ist schon ein Heidenaufwand auch und ich denke mal, da zahlen die ordentlich. Das habe ich auch noch, aber nicht alles. Ja, eigentlich hätten Sie ja heute in so einem Kleidchen kommen können, ne? Das wäre eigentlich noch eine Idee gewesen. Das Kleine, das passt nicht mehr ganz rein. Das glaube ich nicht, Frau Schwarz, weil wir gerade sagen, ja, das mit den Klamotten ist jetzt natürlich ein Highlight nach der Wende gewesen. Die Frage, die muss ich einfach stellen, weil die interessiert mich schon sehr und vielleicht auch die Gäste hier im Raum. Wann war es besser gefühlt für Sie, der Sport zu DDR-Zeit oder in Gesamtdeutschland? Wo haben Sie sich da wohler gefühlt? Also, kann man das überhaupt sagen? Also ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, da teilen sich auch so die Meinungen. Also der Sportler in der DDR, der wirklich in der Welt rumreiste, also dem ging es super. Also ich habe auch nicht einmal das Gefühl gehabt, ich muss hier weg. Ja, ich hatte alles, was ich brauche. Ich war aber auch vorne dabei und war gut. Es gab natürlich auch die Sportler, die aussortiert wurden. Ja, also wir waren anfangs 18 Schüler in der Klasse. Am Ende war noch Claudia Pechstein, die Schnellläuferin, und ich und noch ein Einzelläufer und noch eine Paarläuferin übrig. Und der Rest durfte gehen. Und das ist halt das, was jetzt nicht so schön war, aber dadurch wurde eben auch der Sport wirklich nur, die Besten kamen weiter, auch so erfolgreich laufen, konnte ja nur so erfolgreich laufen. Das Reisen in der DDR war natürlich klasse. Ja, also
alle sagten, nee, wir können da nicht hin. Und ich habe gesagt, ich war gerade in Kanada. Ja. Ich hatte viele Freunde außerhalb des Sports, weil in meinem Sport war ich nicht so beliebt, weil Neid muss man sich halt schwer erarbeiten. Und habe ich halt ganz viele Sportler außerhalb des, Freunde außerhalb des Sports gehabt. Und das war natürlich toll. Also man hat sich schon als was Besonderes gefühlt. Nicht besser, aber als wirklich was Besonderes. Heute ist man halt einer von vielen. Zu Olympischen Spielen reist man in einem normalen Flugzeug kurz vorher an, macht seinen Wettkampf, fliegt wieder nach Hause. Und alle fragen einen, dann bist du nicht bei Olympia? Ja, war ich doch schon. Das ist doof. Ja, zu DDR-Zeit waren wir die ganzen 3 Wochen dort, konnten alles genießen. Und das war eigentlich der olympische Gedanke, für den es sich gelohnt hat, zu trainieren, die vielen Jahre. Und das ist schade, dass es heute nicht mehr so ist. Es ist sehr, auch sehr kommerziell geworden. Mhm. Sie haben schon gesagt, es gab natürlich Gründe, warum der DDR-Sport dann gerade auch durch dieses Aussortieren und so weiter erfolgreich war. Man sagt im DDR-Sport natürlich auch andere Dinge nach, wie zum Beispiel eben Doping und solche Geschichten. Haben Sie das überhaupt mitgekriegt? Sind Sie damit in Berührung gekommen? In irgendeiner Form? Also ich habe keinen Kontakt mit Doping gehabt, nicht, dass ich wüsste. Also es hat niemand zu mir gesagt, du musst jetzt das und das einnehmen. Wie ich allerdings von anderen Sportlern gehört habe, kann aber auch sein, dass ich zu naiv war. Ich weiß es nicht. Also ich habe bewusst davon nichts mitbekommen, kann ich so sagen, auch bis heute nicht. Ich habe auch keinerlei irgendwelche Sachen, die die meisten davon tragen, von die Dopingopfer jetzt. Also ich bin damit nicht mehr rühren gekommen. Wollen Sie das überhaupt wissen? Würden Sie nachträglich wissen wollen, ob man Ihnen vielleicht auch ohne Ihr Wissen in irgendeiner Form Dinge gegeben? Ich habe mich auch jahrelang gesträubt, meine Stasi-Akte zu beantragen, bis ich letztes Jahr mit meiner Schule im Museum an der Runden Ecke in Leipzig war und dort an der Tür ein Plakat hing, hier können Sie Ihre Stasi-Akte beantragen. Und ich so, ach, mache ich jetzt. Dann habe ich beantragt. 3 Jahre Bearbeitungszeit haben die mir geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dort Antworten finden werde. Ich werde auf keinen Fall, egal was dort drin steht, irgendwelche Leute belangen oder so. Es ist halt so gewesen, wie es war. Vielleicht interessant, vielleicht kann ich auch meine Sache, die ich denke, auch bestätigen, dass eben nichts war. Wer weiß das schon. Das hoffen wir ja auch mal. Ja. Ne? Das hoffen wir das Beste. Sie haben, oder Sie trainieren ja heute noch junge Talente in dem Sport. Unabhängig davon, dass Sie dann nach Krimmer gekommen sind, um da einen Job drin zu haben, aber was motiviert Sie da heute noch, gerade mit jungen Leuten da zu arbeiten und Sie für diesen Sport zu begeistern? Das ist einfach der schönste Sport der Welt. Das macht einfach, also ich werde auch wahrscheinlich am Eis mal Gute Nacht sagen. Also ich brauche das einfach, ich liebe das Gleiten, das Gefühl des Tempos bei den Pirouetten, die Drehung. Und für mich als Trainer ist es täglich, ich habe es jetzt nicht mehr täglich, aber wenn ich auf dem Eis stehe, ist das für mich das Schönste, was es gibt, den jungen Sportlern so viel mitzugeben. Sie lernen ja dort nicht nur Eiskunstlaufen, sie lernen Disziplin, sie lernen Erfolg, Misserfolg, damit umzugehen. Ich kriege gleich Gänsehaut. Weil es ist einfach, die Musik, die Bewegung, das alles so im Einklang. Der Körper ist von Kopf bis Fuß beansprucht. Kopf sehr viel, manchmal sollte man nicht so viel denken, aber braucht man schon sehr viel Präzisionsarbeit und ich liebe es einfach. Sie haben ein richtiges Leuchten in den Augen jetzt. Das ist zu sehen. Sehen Sie das, Herr Wickler? Ja, das ist also nicht, kann es nicht leugnen. Hat sie immer. Okay, sie ist ja wieder der Charmeur schlechthin. Sie machen heute noch mal eine Ausbildung mit 44. Ja. Warum? Ja, also wie gesagt, wie ich hergekommen wollte, war der Plan, ich bleibe hier ein Jahr, habe dann ein Jahr eine feste Anstellung, gehe zurück nach Berlin und beende dort meine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, die ich dort schon 4 Jahre absolviert habe. Habe mich dann hier verliebt, bin geblieben, habe den Job in der Eishalle durchgezogen, habe gesagt, bis zum Schluss. Und wenn hier mal wirklich Schluss ist, habe das natürlich gebetet, immer, dass es nie passiert, war dann vor 2 Jahren der Fall. Die Eishalle musste leider schließen und habe dann
gar nicht gezögert und habe gesagt, ich mache jetzt die Ausbildung nochmal. Muss natürlich jetzt wieder 3 Jahre die Ausbildung wiederholen, praktisch nochmal machen. Liebe ich auch. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen und auch mit Kindern. Und bin froh, dass ich jetzt mache. Und ein Jahr habe ich noch und dann habe ich es geschafft. Perfekt. Da wünschen wir Ihnen jetzt schon mal dafür natürlich viel, viel Glück, ja, dass Sie das dann wirklich auch da ein Häkchen dran machen können. Gibt es jetzt mit dem, was Sie tun und so wie Sie den Eislaufsport lieben, gibt es überhaupt noch Platz für andere Sportarten vielleicht oder für andere Hobbys überhaupt? Ja, der Tag hat 24 Stunden, den nutze ich voll aus. Ich bin aktiv tätig im Muldenthaler Faschingsclub in der dort ansässigen Tanzgruppe, wo ich seit 2002, glaube ich, aktiv mit dort dabei bin und jeden Fasching auf der Bühne stehe, was ich auch brauche. Ja. Und dann mache ich noch einmal die Woche Zumba, damit ich ein bisschen in Bewegung bleibe. Meine Zumba-Trainerin ist jetzt gerade im Babyurlaub, aber wenn sie wieder da ist, geht es wieder los. Dann habe ich 2 Kinder, bin immer noch alleinerziehend. Und mit denen habe ich viel zu tun und unternehme ganz viel mit denen und habe viel Spaß. Das ist eigentlich auch ein Hobby. Das hört man gern, wenn jemand sagt, meine Kinder sind auch mein Hobby. Ja. Da können wir ja richtig Glück haben, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ja, bei den 24 Stunden, die der Tag nur hat. Ein sehr großes aktuelles Sportereignis hat ja begonnen gerade. Die Europameisterschaft im Fußball. Darf ich nach Ihren Tipps fragen, Frau Schwarz, was tippen Sie? Also tippen hin oder her, Deutschland gewinnt. Klare Ansage. Herr Poppe. Klarer Fall, Deutschland. Deutschland, Herr Hermann Winkler. Deutschland gewinnt gegen Belgien 2-1. Er macht es ja ganz genau. Okay. Hat das jemand mitgeschrieben? Ja, das ist alles festgehalten. Da kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Ja, wir sind in dieser Runde und es hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht. Frau Schwarz, da auch vielen Dank auch für die Information, gerade diesen Unterschied nochmal mitzukriegen, ne, zwischen damals und heute und dann über beide Zeiten auch so, so erfolgreich. Danke für die Zeit auch hier, Herr Poppe, danke für die Zeit, Herr Winkler, danke für die Zeit, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und wir freuen uns, weil Sie sind die ersten Gäste unserer ersten Talkrunde gegeben und das ist gewesen und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und bevor wir nochmal gleich Musik machen, möchte ich auf etwas hinweisen, meine Damen und Herren. Wir werden den Muldentalk selbstverständlich wiederholen. Ja, natürlich machen wir weiter, ja, weil es hat, glaube ich, hier auch noch mehr Leuten Spaß gemacht, oder? Wie sieht es bei Ihnen aus? Zufrieden? Sehr, sehr gut. Und zwar haben wir jetzt schon festgelegt, den nächsten Termin der nächsten Runde, der nächsten Aufzeichnung von Muldentalk. Das wird am 8. September sein, wieder hier in der Schiffsmühle zu Höfgen, bei der wir uns sehr, sehr herzlich bedanken, dass wir hier Gast sein durften und die Räume nutzen dürfen. Und auch deswegen kommen wir hier wieder her. 8. September, wenn Sie also auch mal wie unsere Gäste heute hier Zuschauer sein möchten, ist das überhaupt kein Problem. Dann rufen Sie bei uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Die Daten werden wir einblenden und dann reservieren Sie sich schon mal Ihre Karten, Ihre Sitzplätze hier für die nächste Runde Muldentalk. Und dann haben wir natürlich als Dankeschön für unsere Gäste dann natürlich für Peggy Schwarz. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus gerne nochmal fürs Dasein. Herr Poppe, besten Dank, dass Sie dabei waren. Und natürlich auch Herr Winkler. Danke. Und Sie haben gesehen, ich habe Sie nicht aufgefangen wie Thomas Gottschalk. Da hatte ich Angst davor, weil ich dachte, das geht schief. Am Ende trifft man doch die Zuschauer und einer denkt hier, der Hochzeitsstrauß kommt. Nein, das haben wir gelassen. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Und wir hoffen, dass Sie das nächste Mal unbedingt auch wieder dabei sind. Wir denken, es hat Ihnen gefallen. Uns hier im Studio hat es gefallen. Kommen Sie alle gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ever wondered about what it's doing and how it all journalizes? Sometimes I think that it's better to never ask why. Funny how the heart can be deceiving more than just a couple times.
Why do we fall in love so easy? Even when it's not right.